Aber ist ja auch nicht schlimm, weil es vibet halt nice. Weißt du, was ich meine? Vibe, Alter. Wieder Vibe zu hören. Immer zählt der Vibe, Alter. Immer, man muss viben. Immer Gefühl. Immer, ey, der Vibe killt mich. Ja gut, dann pass auf. Dann sag mir mal bitte. Nein, ich sag jetzt, was ist das, was dich Musik gut finden lässt? Was geht ab und herzlich willkommen zu Rap Talk. Dir. Yeah. Krass, wir sind wieder bei Rap Talk. Was ist los, Alter? Wie immer. Wie immer was eigentlich. Los? Okay. Nee, da sind wir nicht. Nein. Wir geben uns heute von UFO 361 No Hugs. No Hugs. Keine Umarmungen. Nee. Daraus ist, jetzt wirklich mal, ne? Daraus ist echt schwer, eine Überleitung aufzubauen. Ja. Aber wirklich, also wirklich schwer. Dann lass es einfach. Abonniert den Kanal. Ja. Ihr wisst sowieso, das kommt nach dem Titel, kommt irgendwann genau dieser Spruch und der kommt jetzt auch und abonniert den Kanal. Genau. Sollen wir direkt reingehen? Oder willst du vor was loswerden? Will ich das? Weiß ich nicht. Guck mal, na, wenn das so wird wie die letzten paar Songs, dann werde ich den nicht feiern. Wenn es wieder so ein Ding wird wie Beverly Hills, wo er dann wieder aus dem Nichts kommt, oder wie Rich Rich, wo der Beat einfach nur endkrass ist und der damit wieder ein neues Level, quasi so einen neuen Maßstab setzt, was so Beats in der Neuzeit angeht. Okay? Aber ey, komm, weißt du was? Bevor ich mich hier dumm und dusselig quatsche, weißt du, nach dem Motto, lass einfach reingehen und ich lass mich überraschen. Ja, komm. Was haben die alle mit Lean, ich schwör's dir. Schotter Albträume, ja. Kein Schlaf, nein, kein Schlaf. Heute trage ich nur noch Designer. Wisst Bescheid. Wir haben es geschafft, Dicker, ja, ja. Heute ist mein Leben wie ein Film. Seh ne Watch, die ich will. Droppe Bags, Dicker, ja, ja. Investier mein Geld jetzt im Willen. Ja, ich fahre durch die Hills. Porsche fest, Dicker, ja, ja. Sie wollte mitsmoken, jetzt ist sie gedamaged. Ja, wir sind auf einem anderen Planet. Keine Fehler, kriegen alles gemanagt. Villa so groß, Dicker, Buckingham Palace. Doch, ich fand den Anfang sehr nice. Ich habe jetzt extra ein bisschen gewartet, weil das Ganze am Anfang eher wie ein Intro klang, als wie wirklich ein Part oder so. Aber klang auch von Anfang an nice. So der Beat, was er darauf gemacht hat, ist halt wirklich eher wie so eine Einleitung gewesen. Die Einleitung war wirklich gut. Muss ich, hands up, ja. Muss ich sagen, ja, ja, die war gut. Und dann so gut. Der Übergang jetzt mit den Drums und so, ich glaube, das war jetzt auch so die Hook, könnte ich mir vorstellen. Oder Anfang vom Part oder so. Ja, ja, irgendwie entweder, sowas. Entweder er ist nach dem Intro mit einer Hook eingestiegen oder ja, oder halt hat einen Part gerappt, so nach dem Intro. Gucken wir gleich. So, auf jeden Fall nicht schlecht. So, gefällt mir, finde ich nice. Kann man gut hören. Ist besser als das, was er zuletzt gemacht hat. Ich muss sagen, dieses Album da für Tiffany, das habe ich nicht so gefeiert. Muss ich ganz ehrlich sagen. Davor war er Rich Rich. Das habe ich gefeiert. Ja, weiter. Ja, und jetzt, das finde ich auch nice. Also. Bisher. Also, ich weiß nicht, was kommt, aber bisher finde ich es nice. Wie technisch, was soll ich da großartig sagen, Alter? Das ist böse. Das ist richtig böse. Ja. Da kannst du nichts gegen sagen. Diese Beats von dem, das ist. Der war ja zum Beispiel auf Rich Rich, der war ja dreigeteilt, der komplette Song mit drei Beats. Mhm, da war auf Rich Rich, habe ich auch noch mit einem Kollegen von mir, mit Arthur, habe ich. So ein Ding. Wir sagen auch nur von wegen Rich Rich, der dritte Part. Wir haben keinen anderen Namen dafür, es ist der dritte Part. Geisteskrankes Ding, wirklich geisteskrankes Ding. Aber Beats brauchen wir nicht drüber reden. Intro,
genau diese Art und Weise, wie er das macht. Ich freue mich drauf, oder ich freue mich drüber, dass er wieder diese Art von Mucke macht. Weil das war etwas, okay, es ist so für mich, okay, es ist UFO. Aber es ist die geile Schiene, die er macht. Weil das, ja, was er da in diesem Bad Girls, Good Vibes, oder wie war das? Das war zum Beispiel für mich so absoluter, ja, Dreckschmutzmüll. Für mich. Ja gut, ich hab das gefeiert, ich fand's nice. Manchmal frage ich mich, wer du bist, Alter. Aber, was ich damit sagen will. Manchmal frage ich mich, wer du bist. Oh. Steht drunter. So, auf jeden Fall. was ich damit sagen will, ist so, ich habe halt immer so generell so ein Problem damit, weil er sich halt, er probiert halt viel aus. So. Ja. Dagegen ist ja nichts einzuwerfen. Es ist einfach nicht meine Musik. Ja. Ich muss noch ein bisschen mehr davon hören, um da wirklich was zu sagen. Ich muss echt noch ein bisschen hören, um was dazu zu sagen. Damit ich zum Beispiel sagen kann, von wegen, okay, ja, der Part war in Ordnung oder was weiß ich nicht was. Oder irgendwelche Punkte zu finden. Aber Intro war nice. Und der erste Teil von dem, was wir jetzt gehört haben, kann man nichts gegen sagen. Ist halt ja, der UFO-Sound. So, entweder man mag, ja, es oder nicht. Ich feier's. Ich feier's auf jeden Fall. Und ich würde sagen, wir hören weiter. Keine Zeit, kauf noch mehr Watches. Zeige meine Diamonds und sie quatschen. Ja, sie quatschen. Meine Steine GIA certified. Schön in meine Tasche. Ja. Rauch nur Top-Scheine. Ja. Ganz egal, wie viel ihr macht, wir machen noch mehr. Ja, ja. 3 Millionen für eine Villa. Ja, wenn ich sterbe, Dicker, hören sie meine Lost Tapes. Ja, ja. Komm, hart. No Hugs. Ja, denn ihr seid safe. Ja. On God. Ja, misbehave. Ja. Airplanes, ja, yeah. APs, Kati, sie wollte mit smoken, jetzt ist sie gedamaged. Ja, also ist dieses, ja, sie wollte mit smoken, jetzt ist sie gedamaged, die Hook. Für mich ist aus dem Part nichts zu holen. Mit diesem, echt? Ja. Also ich find's nice. Ja, nee. Ich find das nice, mal so einen anderen Flow auszupacken. Mal es anders zu machen. Weil es ist ja nun mal so, dass wir mittlerweile in einer Zeit leben, wo auch in Deutschland im Deutschrap angekommen ist, dass nicht nur der Text zählt, sondern dass es ein Musikstück ist, mit verschiedenen Melodien zu arbeiten und auch mal so die Wertigkeit aus dem Text rauszunehmen. Mal ist nicht gut. Immer, mal nicht ist immer gut, und komplett, Alter. So. Aber, ja gut, in Deutschrap ist das leider generell so ein größeres Problem. Oh. Aber so, jetzt in dem Fall, es sind dann Stellen in dem Song, wo dann mehr Wert darauf gelegt wird, einen zusammenhängenden Text zu haben. Wie jetzt zum Beispiel in der Hook. So, und dann sind aber auch wieder in den Parts Stellen, wo es dann nicht mehr so wichtig ist, dass da so die super zusammenhängenden Texte sind. Nein, er sagt einfach, ich bin reich. Ja. Aber ist ja auch nicht schlimm, weil es vibet halt nice. Weißt du, was ich meine? Vibe, Alter. Wieder Vibe zu hören. Immer zählt der Vibe, Alter. Immer, man muss viben. Immer Gefühl. Immer, ey, der Vibe killt mich. Ja gut, dann pass auf. Dann sag mir mal bitte. Nein, ich sag jetzt, ja, pass auf, was, okay. Was ist das, was dich Musik gut finden lässt? Ja, das Gefühl. Ist ja das Gefühl, das Vibe, ist ja die Emotion. Vibe ist allgemein. Vibe so, ist allgemein und in Vibe jedem ist Musikstück. Einfach nur so die Emotion, die du mitnimmst. Und ich finde es sehr geil, dass mittlerweile in Deutschrap nicht mehr das Wichtigste ist, was du für Lyrics bringst. Was ich schade sondern, finde. Ja, ich finde Lyrics nicht unwichtig, aber ich finde es genau gleichwertig zu der Emotion, zu dem Gefühl und zu dem Vibe, den Song mitbringt. Und wir hatten eine Phase in Deutschland mit Deutschrap, wo man wirklich so das Gefühl hatte, wie Vibe, Emotion, Hauptsache ich habe einen geilen 16er geschrieben. So, finde ich dann halt schon ein bisschen arm. So, weißt du, was ich meine? Pass auf, für mich, die Mischung macht's. Weißt du, ja, weil selbst wenn du einen aggressiven Song hörst, dann hast du der Vibe, der dann transportiert ist. Ja, dann hast ist, du auch halt einen aggressiv. Vibe durch die Aggression, ja, genau. Mein Problem ist halt, dass in der heutigen Zeit, weißt du, von wegen, ja, Mann, das vibet richtig krass, Mann. So, halt's Maul, wasch dich, ohne Scheiß. Nein, wirklich, weil das ist halt so von wegen, ja, Mann, ich fühl zu den Vibe, Mann, und dann, ja,
Fühlst du den Vibe? Halt dein Maul. Halt dein Maul, ich schwör's dir. Und genau das ist halt das Problem für mich. Weißt du, von wegen so, ja, Mann, er hat AP gesagt, er hat Cartier gesagt. Airplanes. Krass. Denk mal drüber nach, was für ein Vibe. Nein, tut mir leid. Ich kann da für mich persönlich nichts rausziehen. Aber weißt du, so von wegen, ich spreche niemandem was ab. So, du feierst es? Bitte, hör's. Ich fand den Einstieg von ihm geil. Ich fand, die Hook ist auch noch gut. Der Beat, brauchen wir nicht drüber reden. Aber genau die Art und Weise und dann mit den Adlibs. Und das 16. Mal aus Ufos Mund zu hören oder auf dem Track zu hören, dann im Endeffekt VVS. Diamonds VVS. Gut, klar, er verpackt gut Anglizismen, er macht alles, er kriegt das gut hin. So, er bringt den neuen Style auf seine Art und Weise auf ein ganz bestimmtes Level, was in der Art und Weise kaum einer schafft wie er. Will ich nicht absprechen. Es gibt sehr viele, die versuchen es wie er. So. Sehr viele, und das ist ja auch so ein Ding. Wir haben halt sehr viele, die versuchen, dann immer so zu klingen wie. So, ob es ein Luciano ist, ob es ein Ufo ist oder wer auch immer es ist. Auch ein Mero oder so. Es gibt viele, die wollen dann klingen wie die Leute. So. Aber bringen halt nichts ein. Aber bringst dann deswegen halt nicht auf dem Level. So. Respekt für das, was er macht. Nur halt, mich hat der Part nicht gecatcht. Ja. Gar nicht. Gut, ich fand den Part nice. Ich fand es eine gute Abwechslung zu dem, was man sonst halt hört. Ja. So. Und deswegen würde ich sagen, wir geben uns jetzt nochmal die Hook. Ja. Ja, wir sind auf einem anderen Planet. Keine Fehler, kriegen alles gemeldet. Oh, die Jacke ist strange, Alter. Villa so groß, dicker Bucking im Palace. Sie wollte mitsmoken, jetzt ist sie gedamaged. Ja, wir sind auf einem anderen Planet. Keine Fehler, kriegen alles gemeldet. Villa so groß, dicker Bucking im Palace. Weißt du, Schalter? Wir haben so viele Jahre geopfert. Durchgehend gemacht, durchgehend gearbeitet, durchgezogen, wisst Bescheid. Guck mal, wo wir jetzt sind. Wir sind gesehen und wisst Bescheid. Stay high, bis zum Tod. Wisst Bescheid. Wir wissen Bescheid. Jetzt wissen wir also Bescheid. Also wir wissen auf jeden Fall Bescheid, dass so Ufo sein Kleidungsstil schon so seine eigene Bubble ist, so. Aber ich finde die Jacke komisch, Alter. Sieht aus, als hätte er einen Stirnnacken so. Es gibt doch diese Anzüge so von wegen, weißt du, mit Sixpack und Muskeln und alles. Ja, weißt du, ja. So sieht das aus. Naja. Ja, gut. Ist halt so sein Style. Soll er tragen. Ich würde es nicht anziehen. Muss jeder selbst wissen. Ja, aber weil du kein Fashion-Killer bist. Ja, sorry. Rede ich überhaupt noch mit dir, Alter? Hast du auch so eine Jacke? Hast du auch so eine Jacke bei dir im Schrank hängen? 12 davon. Ja, okay, dann nehme ich alles zurück. Nein, aber, also wie gesagt, wie gesagt, ich finde, Ufo ist immer noch ein krasser Künstler. Ja, seine Musik trifft mich nicht immer. Ja. Anfangspart, ich habe eigentlich schon genug darüber geredet, was ich gut finde, was ich nicht gut finde. Deswegen Beat krass. Anfangspart krass. Hook ist gut. Aus dem Part kann ich nichts rausholen. Das war's. Ich finde den ganzen Song fett. So. Finde ich nice, kann man gut hören. Mehr brauche ich dazu nicht sagen. Außer, checkt die Videos über uns ab. Und wenn ihr das dann getan habt, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder mit einem neuen Video. Aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr auch kein einziges Video mehr. Und folgt uns auf Instagram, dann verpasst ihr gar nichts mehr. Oder alles. Oder alles. Man weiß es nicht. Auf Wiedersehen.